Servus, Freunde, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part Dying Light. Treten wir den Zombies in den Arsch. Überprüfe die Apotheke. Alles klar, aber ich habe gerade gesehen, ich habe noch einen Fertigkeitspunkt, den ich verteilen kann. Überlebensrang. Was bist du? Elektriker Salza. Lernen Sie, wie man Elektrozäune und Fallen einsetzt. Nee. Werden Sie ein besserer Reparateur? Beim Reparieren einer Waffe wird oft der entsprechende Slot nicht verbraucht. Das ist echt gar nicht mehr so schlecht. Das nehmen wir. Ist praktisch. Und wir machen uns auf den Weg zur Apotheke. In der letzten Folge hatten wir doch den... Da hinten. Den Typen. Seine Brille und... Oh Gott. Hey Leute, Freunde. Wir können über alle reden. Friss das! So, jetzt habe ich geredet. Aber jetzt gibt's auf die Fresse. Okay, außer Puste schon wieder? Oh, das hat den kaputt. Nein, ich bin, glaube ich, einfach nur außer Puste. Ich glaube, ich muss mich ja nicht mit allen Zombies hier immer anlegen, oder? Zack. Zack. Alles klar, aber du gehst weg. Ich bin halt nicht so oft Kugel. Jawohl! Nimm das! Und das! Jawolla! Das muss mir mal einer nachmachen. Da ist einer! Weg mit dir! Schleuder den Purchen zu Boden! Da hab ich ja nur in den Arsch gehauen. Was ist da los? Fall doch nicht einfach um. Jelena. Ja, was ist? Wir haben noch zwei Ampullen Pseudo-Antizin gefunden. Bracken ist stinksauer. Logisch. Und bei hier? Stabil. Aber hätten wir ihn 10 Minuten später gefunden, sähe das anders aus. Das Zeug tötet Crane. Sie müssen diesen Punchern unbedingt Einhalt gebieten. Warum tötet mich das? Warum sollte mich das bitte töten? Sie hat doch gerade gesagt, das Zeug tötet Crane. Na. Ja, da hinten war ja schon die Apotheke, aber ich wollte noch mal ganz kurz mich umgucken, ob hier oben noch irgendwie heißes Zeug liegt. Aber ich glaube nicht. Whee. Oh, Wahnsinn. Aber wir machen jetzt noch was. Wir bauen uns noch schnell ein paar Sachen. Wir bauen uns Molotov-Cocktails. So. Explosionswurfsterne hätte ich gerne. Alles klar. Inventar. Haben wir alles schon drin? Gut. Dann kann ich aber den Hammer nicht vernichten. Ja, aber den kann ich vernichten. Jetzt zack. Kopf weg. Ne, den behalte ich. Der ist einigermaßen gut. Was eigentlich mit dem Ding hier? Kann ich das noch reparieren? Wahrscheinlich. Was habe ich denn jetzt für Waffen eigentlich hier drüben? 52, 49, 64. Also ist das hier gerade meine beste Waffe, die ich habe. Wahnsinn. Ja gut. Ah, warte mal. Wir können wieder Zombie-Kunst machen. So leicht kommst du mir nicht davon. Nö, wollte schon. Zombie-Kunst. Hihi. Ich mach noch schnell den Rang da voll. Was ist jetzt mit dir? Jawoll. Hui, neue Kraftstufe, Fähigkeitspunkte. Ich liebe Fähigkeitspunkte. Jawoll! Kampfbeherrschung. Sie werden ein besserer Kämpfer. Sie erhalten mehr Ausdauer und Zugang zu neuen Kampffähigkeiten. Ja! Mehr Ausdauer heißt mehr Tötung. So leicht kommst du mir nicht davon. Ja, aber anscheinend ja doch. Was ist mit dir, Alter? So, wir nehmen Molotow. Was, du gehst schon? Hat es dir bei uns nicht gefallen? Was kann ich für dich tun, Kumpel? Toll! Wie viele von uns wohl beim Sammeln lernen? Man sagt, du verkaufst Antizin? Wer sagt das? Ein kleines Vögelchen? Derselbe, der auch sagt, dass du Dreck zusammen kochst und in falsche Ampullen füllst. Müll? Meine Formel ist um Längen besser als dieser Mist aus den GRI-Paketen. Sie hält nicht nur gesund, sondern verleiht auch Superstärke. Unglaubliches Tempo. Und Laseraugen. Ich könnte dich mit einem Blick verbrennen. Ich mach deinen Laden dicht. Ja, Yusuf sagte schon, du würdest Ärger machen.
Tja, Yusuf hatte wohl recht. Und du bist so gut wie tot. Alter, Leute, ey. Wir können uns nochmal alle entspannen. Komm da, verbrennen. Soll das ein Witz sein? Oh, ich will aber nicht brennen. Jawohl. Ende Gelände, genau. Für euch ist Ende Gelände. Wo ist denn der? Wo ist denn der Puncher? Wo ist denn der? Reiß ihn in Stücke! Zwei auf einmal, schon mal sehr gut. Ich weiß, das ist ein bisschen nui, aber ich glaube, wenn ich im Einzelkampf gegen die kämpfe, bin ich voll tot. Wo willst du hin? Wir sind doch nicht fertig! Perfekt. Wo ist denn der kleine Lappen? Plündern wir die mal kurz aus. Eine schöne Waffe dabei, eine simple Hacke. Hat da noch jemand gerade auf mich eingehauen? Nee, ne? Oh. Lena, hier Crane. Geschafft. Richten Sie Bracken aus, die Puncherbude hat dicht gemacht. Gut gemacht, Crane. Das freut mich sehr. Geht's Ihnen gut? Ja, aber Yusuf hatte sie schon von mir gewarnt. Das hatte ich befürchtet. Bracken wollte ihn einsperren, aber er war schon abgehauen. Wenn er zurückkommt, knöpfe ich mir den Kerl mal vor. Außer bei hier krallt ihn sich zuerst. Ist egal, wir haben es doch geschafft. Leute, regt euch doch nicht so auf. Hätte viel schlimmer sein können. Ja, klar, ein Müsli-Riegel. Und was steht hier draußen dran? Irgendwie Erste-Hilfe-Pack oder so. Keine Ahnung. Nervt. Mull. Hier kann man pennen. Und hier ist... Notiz. Ich würde gerne die Notizen wissen, was da drauf steht. Aber ich habe keinen Plan, wie ich die... Wie ich die durchlesen soll. Ups. Oh nein, ich wollte eigentlich da hochspringen. Hoch hier. Hier ist soweit nichts. Aber wir haben neue Waffen gefunden. Was ist denn unsere beste Waffe? 64. 61 können wir schon mal für den hier rausnehmen. 81, eine Sichel. Der absolute Oberhammer. Ich glaube, ich nehme erstmal das Ding hier. 57, 52. Dann nehmen wir die Sichel mal hier rüber. Zack. Ich bin am überlegen, vielleicht können wir doch mal hier die Sichel etwas ausbauen. Nee, da kann man nichts dran packen, aber wir haben doch irgendwelche Entwürfe, irgend so Mods, die wir drauf packen können oder so, ne? Ah, uns fehlt alles Mögliche. Eine Schnur und Baseballschläge und das und das. Nein, und hast du nicht gesehen. Und da hinten liegt ein GI-Paket. Welches wir uns nochmal ausnahmsweise mal wiederholen gehen werden. Aber wirklich nur ausnahmsweise. Und dann wollten wir ja noch den GI kontaktieren, auch Wahnsinn. Ich dachte eigentlich, ich gehe jetzt nochmal kurz in den, ins Fundbüro, wo der Typ doch gesagt hat, hey, ich habe da ein paar Sachen, die kannst du gut gebrauchen. Und der Typ sah doch vertrauenswürdig aus. Dem glaube ich alles. Okay, dafür müssen wir echt eine ganze Weite, eine ganze Ecke laufen, ne? Statt hier unten. Leiden soll er! War das schon alles? Sag du es mir. Ich komm zu euch runter, Freunde. Wir sind doch nicht fertig. Stimmt, wir sind noch nicht fertig. Da hast du recht. Nein, bitte. Was? Hey, Leute, du gibst schon auf? Ich geb nie auf. Ende Gelände, verstehst du? Okay, jetzt sollte man mal ganz kurz Heilung machen. Du bist erledigt. Und nach hinten ausweichen. Und schnell hinter. Und schnell Zackung. Ich glaube, er ist tot. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir noch nicht sicher, ob er tot ist. Sie ist auf jeden Fall.
Armeespaten? Ne, so ein richtiger Spaten, ey. Zack. Wupp. Naja, schade, wenn man das erste bei den GAI-Paketen ist, dann bekommt man ja beide Kisten. Aber ich war leider zu spät. Gut, GAI kontaktieren. Packt mit Reis. Na komm, mit Reis mache ich gleich weiter, aber ich wollte erstmal noch hier ins Pfundbüro da rein. Familiärer Notstand. Dann machen wir die Aufgabe erstmal. Der ist, glaube ich, auch nicht so weit. Doch, er ist ziemlich weit weg. Ich meine, 450 Meter ist eigentlich nicht viel. Aber hier ist alles Zombie verseucht. Da sind 450 Meter direkt mal unerreichbar manchmal. Freunde. Freunde. Was mit dir, Junge? Gut siehst du aus. Ich weiß nicht. Ich baue mir mal so Feuerdinger. Ich würde mich ungern direkt vor ihn stellen. Also äußerst ungern. Ja. Hey, Junge. Ich wollte jetzt nicht noch mehr schmeißen, weil ich mir nicht sicher war, wie viel der aushält, der Sack. Der hält viel zu viel aus. So, und weiter geht es. Ab geht die Luzi. Weiter. Schneller! Nein, schneller! Ich weiß, du hast das nicht eilig, aber wir essen zeitig. Was bist du denn? Dafür musst du jetzt aber sterben. So, dann hüpfen wir mal hier rein. Wir brauchen sowieso noch ganz viele Sachen, so eine Schnuren und sowas, dass wir uns Sachen bauen können. Das ist der Wahnsinn. Ich laufe hier immer an so vielen Sachen vorbei. Also, oh, hier lohnt sich wenigstens mal. Ich bin Chemiker gewohnt. Danke, Chemiker. So. Aber wir sind schon Überlebensrang 6. Also insgesamt schon Rang 6. Ja gut. Das hilft uns jetzt nicht so wirklich. Wir sind ja voll geladen. Schnur. Da ist auch noch was. Also manchmal denke ich, ich bewege mich wie so ein Grobmotoriker hier. Oh, da muss ich mit, oder was ist? Oh, Stromkabel. Schick. Da ist auch noch was. Oder? Ne, ist nur eine... Ist nur Einbildung gewesen. Hier war auch noch was drin. In der Hutzelbutze hier unten. Na gut. Haben die mich gesehen? Ich denke nicht. Ja, Jung! Mach, dass du wegkommst! Ja! Dass du wegkommst! Ich glaub nicht. Was für der Scheiß. Oh, ich habe immer Angst, er explodiert gleich. Jetzt explodiert er gleich, Weg. Meine Güte. Ey, du gehst aber ab hier, oder? Es wird doch gleich dunkel, verdammt Angst. Ja, die sind natürlich ein bisschen intelligenter und lassen sich nicht so leicht in solche Fallen reinschuppeln. Bitte hier! Ich bin wichtig! Brennt ihr euch wenigstens gegenseitig ein bisschen an? Ich wiederhole, es wird Nacht. Kannst du einfach mal sterben? Zurück, solange ihr noch könnt. Freunde!
Freunde, ist doch gut jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das artet in Arbeit aus. Er ist tot, okay. Ich hab keine Ausdauer mehr. Hab ich dir was getan, du blöde Sau? Jetzt lass mich in Ruhe. Nein, die Latte läuft aus. Pick, 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 pick. Lass mich. Ihr sollt mich alle in Ruhe lassen. Oh, gemein. Okay, Leute. Schwimm weg, schwimm weg, schwimm weg, schwimm weg. Okay, die ist das Fundbüro. Wenn man dann in der nächsten Folge Besuch geht. Puh. Tschüss.